Und was ist hier drin? Hallo? Oh Gott. 3, 2, 1. Ich begrüße euch, liebe Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir gehen wieder zusammen auf Schatzsuche und ich bin gerade losgefahren hier von Köln Richtung Bayern. Das heißt, da gehen wir heute zusammen suchen. Und ich habe direkt die erste Raststätte einmal anhalten müssen, weil ich dieses ungute Gefühl hatte, irgendwas hast du vergessen. Aber ich habe jetzt nochmal alles gecheckt, es ist alles drin, es kann losgehen, das Abenteuer kann beginnen, ihr seid mit dabei. Das heißt, ich fahre jetzt los Richtung Bayern und wenn ich angekommen bin und alles aufgebaut habe, dann geht's los auf Schatzsuche. Euch nehme ich mit. Ein Dank geht wie immer an meinen Sponsor, abenteuer-schatzsuche.de. Und jetzt, liebe Freunde, lasst schnell ein Like da und dann geht's los. So, liebe Freunde, wir sind angekommen in Good Old Bavaria und ja, die Aussicht ist schon mal der Knaller. Hier gehen wir gleich suchen. Nico ist wieder mit am Start. Hi Nico. Und hier ist das Sondelmobil vom Nico. Ich liebe es, ein alter Mazda 323 und bis auf ein bisschen Rost funktioniert immer noch alles einwandfrei bei der Karre. Top, also zum Suchen, sein eigenes Auto zu haben, ist schon echt, ich beneide den Nico. So, und wir gehen heute mal hier jetzt im Feierabend noch ein bisschen suchen und schau mal, was geht. Ihr seid mit dabei, also drückt uns die Daumen und es geht los. Ja, so richtig. Ach, geht aber gut, weil die Schaufel da. Hopp. Gar nicht mal so schlecht. A few moments later. Da unten. Hast du was? Nee, du hast die erste Münze, das darf doch nicht wahr sein. Ach Gott! Oh, die sieht auch richtig gut noch aus. Wow. 200 Mark. Nee! Alter, ich werd bekloppt. Wie geil. Nico rockt hier direkt das Haus, ey, Alter. Ich flipp aus. Ich flipp aus. So, und was ist jetzt mit meinem Fund? Bei mir kommt es bestimmt wieder nur so ein Müll raus. So geht das aber nicht, Nico. 200 Mark fehlt der. Ich werd bekloppt. Das? Ein Ring? Sieht am Ring aus. Es ist ein Ring. Alter, wo sind wir hier gelandet? Das ist ja die Mega-Location, direkt am ersten Abend. Zwar klein, aber es ist ein Ring. Oh ja. Da saß noch mal ein Stein drin, da vorne. Bronze-Ring. Krasser Shit, ey. Wir sind genau richtig. Ja, liebe Freunde, da haben wir direkt zwei schöne Funde gemacht und ja, einmal sehen wir hier direkt schon auf dem Tisch diesen Ring, den ich gefunden habe. Ist jetzt kein Meisterwerk, würde ich sagen, aber man sieht hier vorne noch sehr schön den Einlass für den Edelstein, der da mal drin war. Der ist natürlich jetzt dann irgendwann über die Jahre rausgefallen, hat sich gelöst. Der Ring ist auch leicht deformiert. Schöner dagegen sah die Münze vom Nico aus, diese 200 Mark, die er gefunden hat. Richtig coole Geschichte auch dahinter, denn 1923 war das Jahr der Hyperinflation. Und das bedeutete, dass das Geld sich entwertet hat, was hier gedruckt worden ist. Und man hat sehr viel Geld gedruckt, muss man dazu sagen. Das war nämlich der Hintergrund, warum das Geld irgendwann plötzlich nichts mehr wert war. Nur ein Satz lese ich schnell vor aus Wikipedia, und zwar von Wikipedia. Immer schneller vervielfachte sich die Abwertung gegenüber dem US-Dollar, also es geht um die Mark, bis schließlich im November 1923 der Kurs für einen US-Dollar 4,2 Billionen Mark entsprach. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist schon echt heftig. Und das passiert, wenn Regierungen einfach zu viel Geld drucken. Und ja, wir machen weiter mit dem nächsten Fund. Und das war auch wieder eine schöne Münze. Thank you.
tief ist es nicht, da ist es, eine Münze. Wow, 50 Reichspfennig. Schön erhalten auch noch. Top-Zustand. Wahnsinn. Und wisst ihr, was auch richtig geil ist? Ist dieser Sonnenuntergang. Knopf. Guck, ob was Schönes drauf ist wenigstens. Das wäre dann schön. Naja, es ist was drauf. Cool. Dann mag ich auch Knöpfe. Ja, ein sehr schöner Knopf liegt hier auf dem Tisch. Auch das ist natürlich immer, gibt immer wieder Aufschluss über die Geschichte, die dort stattgefunden hat. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Wir sehen, der Knopf ist noch in sehr schöner Erhaltung. Und man sieht hier so zwei so Engelsschwingen oder Flügel. Und in der Mitte ist so ein Wagenrad. Und bestimmt worden ist der Knopf für mich in der Facebook-Gruppe Antike und alte Knöpfe. Herzlichen Dank in die Richtung. Und wir schauen noch mal eben drauf und dann sage ich euch, was für ein Knopf es ist. Und zwar ist er von der München-Augsburger Eisenbahngesellschaft und das Ganze wurde gegründet 1846, die Königliche Bayerische Staatseisenbahn. Ist also ein Knopf eines Lokführers vielleicht oder jemand, der bei der Eisenbahn gearbeitet hat. Das gibt uns also Aufschluss darüber und da war ganz schön was los. Also neben dem Ring und den 200 Mark kommt jetzt auch noch ein Knopf dazu. Da muss also wirklich tatsächlich ordentlich Leben gewesen sein und wir werden dann auch einiges finden, von daher weiter. Schwach ist es hier, aber könnte was sein. Oh ja. So. ...58. Naja. Könnte schon eine kleine Münze sein. Tatsächlich eine kleine silberne Münze. Jetzt leckt mich doch einer am Arsch. Was ist denn hier bitte los? Ja, ich glaube, es ist eine Mittelaltermünze. Ich kenne ja die Silbermünzen hier in Bayern nicht so gut wie du, aber ziemlich dünn. Müssten Kreuzer sein. Ja, doch. So um 1800 rum. Okay. Sehr geil. Ja, also ich würde sagen, hier machen wir weiter. Das geht ja richtig ab jetzt hier. So, und da ist auch die erste Silbermünze endlich auf unserem Tisch und wir schauen uns das Ganze mal an. Die Rückseite ist leider platt, muss ich sagen. Es handelt sich aber hierbei um einen Kreuzer von 1800 irgendwas. Man sieht hier auf der Seite noch sehr schön auch das Wappen von dem Kreuzer und der Tag, der erste Tag, beziehungsweise es waren ja nur die Abendstunden, wo ich dann noch gesucht habe zusammen mit dem Nico. Das war also ein voller Erfolg. Der Acker da, der ist super interessant, da werden wir auch nochmal hingehen. Und jetzt startet ein neuer Tag, der zweite Tag dieses Wochenendes, dieses Schatzsucher-Wochenendes in Bayern. Und der startet jetzt für euch. Viel Spaß. Guten Morgen. Wir starten mit Tag Nummer 2 in Bayern. Und wir haben gerade 5 Uhr. Die Sonne ist aufgegangen oder geht gerade auf. Und ja, ich liege schon wach, habe eben schon so die ersten Sternschnuppen gesehen. Tatsächlich. Also hier ging richtig was abheben. Und ja, ich mache mich mal so langsam fertig. Hau mir einen schönen Kaffee rein. Und dann fahre ich zum Nico. Der ist hier ganz um die Ecke. Und dann geht's heute erstmal in den Wald, liebe Freunde. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf, ein
Neuer Tag, ein neues Abenteuer steht an und ihr seid wieder mit dabei. Also let's go. Aber hier liegt auch unendlich viel Laub darüber. Also eine richtig dicke Laubschicht. Ach Gott. Ich muss da eigentlich erst einmal abziehen hier. So, wird besser das Signal. Pass auf. Da bin ich mal gespannt. Ja, du hast erstmal so 10, 15 cm Laub und Dreck. Das ist die Schaufel. Ich muss nochmal genau lokalisieren. Das ist nochmal. Da unten an der Ecke ist es drin. Ah! Hahaha! Ein Uniformknopf. Doch. Dann sind also die Preußen hier doch durch den Wald. Ist noch was weiß, aber ich steht da was drauf. Alles klar. Cool. Auch so ein Knopf kann natürlich Geschichte erzählen, die Geschichte des Waldes, was war da los? Und wir schauen uns den Knopf mal an, den ich dort gefunden habe. Hier sehen wir ihn und er hat so ein bisschen was Versilbertes irgendwie. Und drumherum steht Kilianus Sanctus. Ja, ich bin nicht ganz schlau geworden daraus, habe also auch da mal ein Bild davon gemacht und das in die Facebook-Gruppe gestellt. Antike und alte Knöpfe. Und ich lese mal eben vor, wir schauen uns den Knopf nochmal an, was hier vermutet wird oder vermutet worden ist, was es denn sein könnte. Und hier schreibt ein User, dass er glaubt, dass es sich um den Knopf eines kirchlichen Gewandes handelt. Das könnte also sein, dass da irgendein Priester oder was auch immer durchgegangen ist durch den Wald und dabei den Knopf verloren hat. Es könnte aber auch von der Uniform eines Kirchenchores stammen. Also mehrere Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass es ein Uniformknopf ist. Denn wir haben noch weitere Hinweise für militärisches Geschehen gefunden. Aber kurz nachdem der Knopf kam, hörte ich den Nico schreien und der hatte was richtig Cooles. Was richtig Cooles. Und was genau? Das gucken wir uns jetzt an und ihr dürft auch gerne jetzt schon mal schnell auf den Like-Button drücken und dann kommt der nächste Knallerfund, mein lieber Mann. So Freunde, Nico hat tatsächlich gerade, sagt er, einen schönen Ring gefunden. Ich kann es kaum glauben. Das darf nicht wahr sein. Krass. Nein. Ach du Scheiße. Das ist ja der Hammer. Da ist ja sogar noch der Stein drin. Das ist ja krass. Alter, da ist ja mein Ring von gestern. Ja, ich würde nicht sagen, ein Stück weg, aber... Boah. Hammer. Ein Hammerteil. Pass auf, wenn ich jetzt da drauf rum... So. Und weg war der Stein. Super schön. Was für ein cooler Fund. Ja, extrem nice. Glückwunsch, Nico. Danke. Ja, warte, ich. Nein. Hör damit! Ja, dieser Fund ist natürlich beim Nico verblieben. Darum liegt er jetzt gerade nicht hier bei mir auf dem Tisch. Aber Nico hat ihn schon gereinigt und uns auch Fotos geschickt. Hier sehen wir mal den Ring. Er ist wirklich wunderschön. Ist aus Bronze, auch richtig schön verziert. Und das Tolle ist natürlich, dass da auch der Stein noch drin ist, also der Edelstein. Was auch immer es genau ist, da bin ich jetzt kein Experte. Aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, um welchen Stein es sich hier handelt. Auf jeden Fall ein richtig traumhafter Fund. Ein Ring mit Stein und dann auch noch was Altes. Also richtig cool. Und wir machen weiter mit Eier.
So, Freunde, der Nico hat irgendwas gefunden wieder. Er sagt irgendwie ein Versteck oder sowas. Hier mitten im Wald. So, hier ist das komische Versteck, was der Nico gefunden hat. Was ist das hier, der Pipi-Eimer oder was? Ja. Ach Gott, was ist das hier, ey? Hat sich jemand so ein Shelter gebaut? Oder irgendwas, okay. Oh Gott. 3, 2, 1. Ist noch was hinter. Hallo? Was ist das hier? Da hinten ist ein Topf. Tja. Nichts. Einfach nur ein Unterstand. Ja, Freunde, schreibt doch bitte mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was wir da gefunden haben. Also irgendwie war das komisch. Es war von einem Jäger war es irgendwie nix, weil das sah eher aus, als hätte da jemand sich einen Unterstand zum Schlafen gebaut. Oder vielleicht ist es von einem Wilderer, vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Wir haben dann da nicht weitergesucht, weil irgendwie war das alles sehr spooky. Von daher machen wir jetzt weiter wieder mit was Historischen und mit neuen Funden. Also weiter. So, Freunde, hier ist das nächste Signal. Kommt rein mit 80. Wieder ganz viel Laub, was hier rumliegt. So. Boah, das Signal ist echt stabil. 74 bis 80. Ja, könnte natürlich auch ein Bleigeschoss sein, ein fettes. Oder aber eine schöne Münze. Wäre mir natürlich lieber. Da an der Ecke ist es. Na. Bleigeschoss. Ist hinten ein Loch drin. Hat auch irgendwas getroffen hier mal, anscheinend. Und hier ist ein dickes Loch. Würde mal vermuten, dass das hier bayerisch ist. Ich hatte ja eben schon angedeutet, dass wir mehrere Hinweise gefunden haben für militärisches Geschehen in diesem Wald. Und hier sehen wir mal einen Zeitzeugen davon. Es ist eine Musketenkugel, richtig schwer, bayerisch, das sehen wir ja auch mal. Die hat auch dann tatsächlich hier was getroffen. Und ich halte euch mal eben eine weitere Musketenkugel daneben, dass ihr das mal sehen könnt, wie die dann so im Original aussieht, ohne dass sie deformiert ist. Und das sind, wie gesagt, zwei bayerische Geschosse. Wir haben aber auch noch etwas weiter entfernt, so circa 100, 150 Meter von der Stelle entfernt, haben wir noch diese etwas kleineren Geschosse gefunden. Könnt ihr hier mal sehen. Und das sind dann preußische Geschosse. Das heißt, hier haben also preußische Einheiten gegen bayerische gekämpft. Also ein Schauplatz des Krieges von 1800. Jetzt machen wir weiter mit einem Fund, den ich am Waldrand gemacht habe. Also wir sind gerade aus dem Wald raus, da kam ein super Signal. Das musste ich einfach graben und es ist wirklich ein richtig schöner Fund auch nochmal. Aber es hat ein bisschen was gedauert, also ich habe es ein bisschen geschnitten für euch. Wo ist das Signal? Man sieht mal wieder nichts. Hopp. So, jetzt. Hä? Oh, komm raus da jetzt. Ich möchte nicht raus. Das gibt's doch nicht. Nico schläft schon ein. Er denkt sich, boah, Alter, braucht der lange für den Scheiß. Ich hatte es befürchtet. Will es jetzt endlich da rauskommen? Komm on! F*** it! Komm raus! Alter, ist es eine Münze? Doch! Ist es ein Fünfer? Ist es ein Fünfer? Scheiße, ich habe einmal touchiert, aber egal. Richtig tief. 5 Mark! Ja. Geil! Schöner Fund. Richtig tief, richtig viel Flucherei. Aber die nehme ich natürlich gerne mit. Die wird wieder schön. Für mich sind 5 Mark immer wunderbar, weil es ein Stück meiner Kindheit ist. Und es ist wirklich ein toller Fund. Wenn ihr es genauso seht, schnell mal den Like-Button drücken. So, wir gucken mal eben auf die Münze drauf. Da drückt sich so ein kleines bisschen natürlich rot noch durch. Also klar, die Münze ist schon ein bisschen angegriffen, aber sie ist doch noch ganz gut erhalten. Und
Ich liebe die Dinger einfach. Also ich sag ja immer, es war so gefühlt so mit einem Fünfer, konntest du den ganzen Abend rausgehen, also freitags irgendwie Party machen. Und hier sehen wir nochmal die Rückseite der Münze. Und das Schöne ist, dass das Prägejahr hier 1976 ist. Das ist mein Geburtsjahr und von daher ein Wink des Schicksals, wer weiß. Und wir machen jetzt weiter mit nochmal dem Acker vom ersten Tag, denn wir waren im Wald durch, kamen gar nicht so viel wie gedacht, aber wir haben noch schöne Funde gemacht, richtig schöne Funde, und die kamen auf dem Acker. Da sind wir dann noch hingefahren nach einer kurzen Pause und da machen wir jetzt weiter. 63. Das ist gut. Ich glaube, ich sehe es. Da ist irgendwas, oder? Oh, nice! Ha! Ich glaube, das ist von der Uniform hier. So ein Abzeichen von der Schulter. Könnte es von einem Offizier sein, von einem Deutschen? Also ich meine, das ist von der Uniform, das ist dieses Schulterabzeichen. Ja, da war richtig was los an der Stelle. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Und es ging auch so weiter. Und es kommen noch tolle Funde. Das jetzt hier ist von der Uniform eines preußischen Offiziers. Das heißt, die Schulterklappen, da wo man quasi den Dienstgrad erkennen konnte, da hatten die Offiziere genau solche Auszeichnungen hier drauf. Das können wir uns auch mal bei Wikipedia ansehen. Da habe ich kurz mal ein Bild rausgesucht. Da sieht man das auch sehr schön, was genau wir hier auf dem Tisch haben. Und ja, also preußische Armee war auch hier zugegen und es kommen noch weitere schöne Funde, die wir gemacht haben. Also bleibt dran und wir machen weiter. Leute, es darf nicht wahr sein. Es darf einfach nicht wahr sein. Nico da hinten hat schon wieder Silber. Ich rast aus, Alter. Das ist ja unglaublich, was hier los ist. Das ist jetzt die dritte insgesamt hier, ne? Dritte Silbermünze. Lass gucken. Du hast sie ja noch drin. Lass gucken. Oh, oh nein, ach du Scheiße. Oh Gott. Oh, nice. Glückwunsch, Nico. Dankeschön. So, und jetzt die Münze. Schnell weg hier! Da hat auch der Nico seine Silbermünze gefunden und es wird nicht das einzige Silber bleiben, das kann ich euch sagen. Es kommt noch mehr. Die Münze ist natürlich beim Nico verblieben, logischerweise, und er hat uns aber mit einem Bild versorgt. Da sehen wir auch mal die Münze. Es handelt sich um zwei Kreuzer 1810 vom Herzogtum Nassau. Und eine schöne Münze, ist noch in halbwegs gutem Zustand, aber wir haben noch mehr gefunden. Noch mehr, also bleibt dran. 64, oberflächlich. Wo ist es? Diesen ganzen Stein, du siehst nix. So bescheuert. Das ist rund schon mal, das ist schon mal gut. Könnte Silber sein. Oh, ist die schön! Oh, ist die schön. 1770. So, Nico. Nico ist weg. Ich habe auch eine silberne, Nico. Silber. Ha, jetzt kriege ich den Nico auch mal anzulaufen, endlich. Komm, die ist wirklich noch schön erhalten. Oh, wie geil. 1770. Ach, so einen habe ich noch nicht gemacht. Nee? Nee. Weiter geht's mit einer Silbermünze. Jetzt werden einige sagen, Moment, das ist keine Silbermünze. Und ja, sie haben recht damit. Das Material ist Bilon und das ist eine Kupfer-Silber-Legierung, um hier mal genau zu bleiben. Wir schauen uns die Münze mal an. Da sehen wir, sie ist von 1770. Also eine richtig schöne alte Münze. Und es sind 2,5 Kreuzer. Und die Rückseite zeige ich euch auch noch schnell. Die verrät uns nämlich, wo das Ganze herkommt. Und so,
Gucken wir mal. Ja, kann man doch sehr schön erkennen. Und die Münze ist nämlich von Brandenburg-Ansbach und in einem wirklich recht schönen Zustand noch. Ich habe mich richtig gefreut. Und es gibt aber noch ein Silber und das gucken wir uns jetzt noch schnell an. Nicht schon wieder. Ach, der Nico macht mich bekloppt. Jetzt sag mir nicht, dass es auch noch Silber ist. Kann nicht Silber sein. Nein. Da tatsächlich, da ist sie. Ey, das gibt's doch nicht. Darf ich mal so frei sein? Mhm. Dann ist hauchdünn und ist Silber natürlich. Du Arsch, ey. Das ist ja unglaublich. Schon die zweite heute für dich. Alter, ich raste aus. Wieder auf der Oberfläche. Wahnsinn. Hupsa. Aber schön. Schön, 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 schön. Die nächste Münze ist vom Nico, wieder eine Silbermünze und wir schauen uns mal eben ein Bild an. Es ist ein Kreuzer und der ist von 1832, Wilhelm König von Württemberg. Und ja, ein Glückwunsch an Nico, danke auch für die Gastfreundschaft mal wieder. Wir sind nämlich fast am Ende, es gibt noch ein paar Outtakes für euch, es war natürlich auch lustig, logischerweise. Ich hatte ein richtig tolles Schatzsucherwochenende, habe den Kopf mal wieder frei bekommen, das war auch echt vonnöten, muss ich sagen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst bitte ein Like da, abonniert meinen Kanal, empfehlt mich gerne weiter, teilt das Video, liebe Freunde. Wir wollen die 50.000 Abonnenten knacken, also teilen, teilen, teilen und danke fürs Zusehen. Ein Dank geht auch wie immer an meinen Sponsor, abenteuer-schatzsuche.de. Lieber Jochen, schöne Grüße und das soll es gewesen sein für diese Ausgabe. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao und jetzt die Outtakes. Was ist das hier? Eine Lüsterklemme, ey, jetzt leck mich doch am Das ist nur Scheiße. Oh Gott, Ameisen. Das denken die sich gerade von mir natürlich auch. Vom Herzogtum, Herzogtum, Herzogtum Nassau. Was hat der Nico denn da schon wieder jetzt? Gourmet-Soße. Fein, die werden wir aber heute Abend mal probieren hier. lecker. Hat sie einer Mühe gegeben. Ja, feinstes Söschen. Was ist das vom. Ich könnte doch schwören, der Nico hätte mir eben was von seinem keltischen Ring erzählt, ne? Nico. Kann es sein, dass der dir zufällig aus der Tasche gefallen ist? Geil. Boah! Ich hab. Nee. Komm her. Sag mal, habt ihr schon irgendwas getrunken jetzt da im Auto oder was? Oh, hier riecht's nach Essen, ich krieg Hunger langsam. Ist das von einem eisernen Kreuz? Ich glaube, ich habe ein Stück von einem eisernen Kreuz. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es sieht nach abgebrochen aus, aber irgendwie. Ah ja, oh ja, das ist auch ein Wappen drauf wieder. Cool, oh nice. Ich sag doch, hier oben geht was. Ist das von einem eisernen Kreuz oder? Das ist von einer Gabel. Ach komm, ach nein. Nein, wir sagen, es ist von einem eisernen Kreuz. ja, jetzt. Und direkt eine Münze. Ha. Nein. Doch. Oh nein, es ist ein Knopf. Oh. Scheiße. Immer der gleiche Mist mit diesen Knöpfen, ey. Und dann noch so 0815 Scheißknopf. Scheißdreck. Nee, ist kein Silber. Ein Memmig? Ein Pfennig. Wie komme ich denn auf einen Memmig? Ein Pfennig. Alter, ich brauche eine Brille.